Ja, kannst du auch Round noch machen. Durch den See. Hm? Durch den See. Ja. Bei mir hängt deine Räder einfach mitten im Sand drin. Ohne dass sie einsinken. Die sind auch mitten im Sand drin. Ja, jetzt sehe ich es auch. Bei mir aber. Aber deine sind einfach so. Sind mitten im Sand, aber du hinterlässt keine Spur. Wie wär's? Wenn ich mal von der Bremse gehe. Danke. Hm? In dir stecke ich jetzt fest. Oh Gott. Niklas. Sollte schieben. Ja, wegen dir stecke ich nämlich. Weil du voll auf der Bremse warst. Weißt du, was witzig ist? Du, der mich abschleppen soll, steckt fest. Ich nicht. Du auf der Bremse warst. Ernst, wir kommen hier nie wieder raus, ne? Doch. Oh oh. Gleich könnte ich ein Problem haben. Meine Räder blockieren einfach. Oh, wie kacke ist das denn? Meine Räder am Anhänger sind einfach komplett blockiert. Und die muss ich dadurch ziehen. Was soll ich denn da sagen? Kommt schon, fang an zu euch zu drehen. Oh, warte, warte, ich komm raus, ich komm raus. Ich sitze aber am Holzanhänger fest. Schiebe ich dich gerade? Nee. Es ist eng. Können sogar vielleicht schaffen, aber er kämpft ganz schön. Man könnte schon fast denken, es wäre ein Boot. So ist dieser Scheißspur hier raus. Dann kann ich dich auch schieben. Ich glaube, ich fahre vor. Warte. Bleib mal stehen. Warum? Ich fahre voraus und dann ziehe ich dich raus. Wenn du da vorbeikommst? Versuch's. Deswegen musst du ja stehen bleiben. Ja, ich bewege mich auch so nicht viel, wenn ich Gas gebe. Aber dann dauert es länger, bis ich dich überholt habe. Ganz ehrlich, guck mal, wie weit ich mich bewege. Hast du eigentlich nicht die ganze Zeit niedriger, gefährlicher Wasserstand oder so? Nö. Jetzt gerade ein bisschen, aber sonst. Eigentlich nicht so. Kommst du selber überhaupt durch? Mhm.
Gib Gas. Komm durch. Muss die F drücken, ne? Was? Können wir auch anziehen. Hör auf! Was denn? Hör auf! Ich hab mich nur rangezogen. Ja, dann komm ich aber nicht nach vorne. Dann bleib ich am Schluss noch stecken. Das wäre richtig scheiße. Ja, zu spät. Oder? Siehst du dich die ganze Zeit ran oder so? Nö. Oh. Drehzahl aufbauen und zack. Hm? Ich habe gerade ein bisschen Drehzahl aufgebaut. Eben geht's da vorne steil runter, habe ich das Gefühl. Das geht. Weiß ich, ziehe ein bisschen weiter links zu fahren. Links? Hm. Ist ja eh da vorne rüber. Die Handbremse bringt einfach so viel, ne? Wieso? Also du ziehst die Handbremse auf Vollstoff, lässt dann schnell los und dann kommst du wieder vom Fleck. Schiebe ich dich gerade? Nee, du warst noch nicht mal mehr ran. Geht's? Hängst fest. Ich hänge an irgendeinem unsichtbaren Stein fest. Oder so. Dann guck mal, dass du irgendwie rauskommst, aber ich krieg gerade die ganze Zeit Schaden. Naja, bin schon dabei. Wasser beschädigt Fahrzeug. 6, 10, 12, 17, 20. Mach Motorrad oder so. Bringt nichts. Ich bin bei 220 von 800. 280 von 800. Setz mich in den Rock. Ah, warte. Ah, warte, 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 warte. Ist passiert was? Yes. Du kannst den Kran sogar hoch und runter fahren hinten, das weißt du, ne? Nee, weiß ich nicht. Bleib stehen, ich zieh dich raus. Ich fahr doch eh noch. Ist doch scheißegal, ob ich noch fahren kann oder nicht. Du hast gerade übrigens rausgefunden, dass man hupen kann. So habe ich das. Man weiß es nicht. Das ist auch so, dass ich hupen kann. Jetzt brauchen wir eigentlich nicht mehr die Winde. Vierhundertsechzig von 800 Schaden, Alter. Das Wasserloch hat ganz schön was kaputt gemacht. Ja, der See war eine scheiß Aktion. Ja, der See ist einfach scheiße. Wie in GTA, Wasser macht alles kaputt. Meistens ja. Wenn wir das abgeliefert haben, dann hören wir auf, oder? Ja, ehrlich gesagt, erstmal für heute. Also, das ist erstmal so mega witzig, wäre. Oh, Differentialsperr und Allrad ist geil. Ich hab's gerade mal ausgemacht. Mach wieder an.
TÜV-Sperre, da kann man ja manchmal fahren. Und du brauchst ja weniger Sprit und bist schneller. Wenn du alles raus hast, verbrauchst du weniger Sprit und fährst schneller. du kommst besser um die Kurve, glaube ich. Oder? Möglich. Ohne TÜV. Geh, fahr mal. Ich hänge hier so ein bisschen im Gestrüpp drin. Soll ich ziehen? Nein, nein, geht so. Was ist das hier für eine Streckenführung? Warte, ich dich nicht rumziehen oder so? Ich überlege gerade nur, ob, wie steil es geht, das da runter. Ist schon was steil, wieso? Kommen wir da runter? Guck mal, warte mal. Hat der Kran nicht auch Reparaturpunkte? Keine Ahnung. Guck mal nach, auf fortgeschritten. Was von Reparaturpunkten steht. Warte. Auf jeden Fall bin ich gerade ganz gut runtergekommen. War witzig aus. Du bist da runtergefahren? Ja. Was? Ich bin eher runtergesprungen. Es sah extrem witzig aus. Oh Gott. Weil ich einfach so gerade hing, weil der Anhänger hat mich einfach so komplett gerade gehalten. Ich bin vorne überhaupt nicht runtergekippt. Der Driver habe ich freigeschaltet. 7 Kilometer mit einem Auto. Das ist sein, oder? Das ist eine Leistung. Ich fahre 100 Kilometer. Ich habe jetzt gerade 100 Kilometer in diesem Spiel. Kein Mensch schafft 100 Kilometer in dem Spiel. Ich habe 100 Kilometer in dem Spiel. Du? Ja. Oh mein Gott, aber nicht mit einem Auto. Ne, insgesamt jetzt. Abgeliefert? Nein. Soll ich? Jo. Da das dann das Ende ist, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen hoch da, wenn wir nochmal was machen sollen. Und und abonniert auf jeden Fall den Sergeant Niklas. Phil braucht euch abonnieren, der macht eh keine Videos. Doch. Er will Videos machen. Ob er seinen Weg hier macht, ist die andere Frage. Und der abonniert auf jeden Fall den Weg, den Flo, weil er macht überhaupt gar nichts mehr. Deswegen nicht mal bei den Zockerfreunden. Sagen wir jetzt einfach mal, weil er für nie da ist. Deswegen, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich drücke jetzt auf Entladen. Meine zurückgelegte Distanz liegt bei 9 Kilometern. Du hast schon aufgehört, oder? Ja. Also nee, ich habe noch an die Aufnahme. Gespielte Zeit 1 Stunde 45, verbrauchter Kraftstoff 1200 Liter. Alter. Auch schon irgendwas mit Manual Gearbox. Floß-Koop habe ich auf jeden Fall durch. Das habe ich am 6. Februar gemacht. Und Vulkan-Koop habe ich jetzt gemacht. Ich kann dieses Spiel nicht mehr sehen, Alter. Ernsthaft? Ja. Ich geh mal hoch, ne? Geil. Deliver Lock. Das ist noch auf Englisch. Deliver Locks while using Manual Gearbox with Clutch. Ja, ich geh hoch. Kannst du das Spiel echt nicht mehr sehen? Für heute nicht mehr. Okay. So, dann mache ich jetzt die Aufnahme aus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.